Okay, jetzt sind wir schön warm. Beginnen wir mit dem Bauch. Wir fangen ganz langsam mit dem Training an. Nach der Geburt sind deine Bauchmuskeln sozusagen im Tiefschlaf. Sie arbeiten nicht richtig. Wir müssen uns also die Zeit nehmen, um sie aufzuwecken. Wir müssen sie reaktivieren. Wir beginnen mit einfachen Crunches. Die Beine sind gerade, die Hände hinter dem Kopf. Die Schultern so weit wie möglich nach oben ziehen. Und lass bitte etwas Platz zwischen deinem Kinn und der Brust. Schon diese Übung kann sehr, sehr anstrengend für dich sein. Aber es ist wichtig, dass du damit beginnst, denn wir wollen ja deine Bauchmuskeln aufwecken und wieder aktivieren. Nach diesen relativ einfachen Übungen gehen wir über zu den schwereren Bauchübungen. Dadurch straffen wir das Gewebe, das im Laufe der Schwangerschaft stark gedehnt worden ist. Jetzt führen wir das rechte Knie zur Brust, senken es ab, strecken es hoch und wieder runter. Die andere Seite. Streck das Bein so weit wie möglich durch. Das trainiert gleich mehrere Muskelgruppen. Die Beine auseinander, wir gehen hoch und halten. Langsam absenken. Wieder hoch und halten. Und wieder absenken. Jetzt den rechten Arm am Bein entlang führen und heb den Oberkörper in Richtung deines Arms. Für die nächste Übung gehen wir wieder auf den Boden. Der Kopf bleibt aufrecht, geht zuerst auf die Knie, dann auf die Hände. In dieser Position zieh den Bauchnabel zur Wirbelsäule und komm auf die Unterarme. Wir heben das gebeugte Bein an. Bring das rechte Bein hoch.